willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ich habe so schöne Frühlingsneuheiten wieder gefunden, die ich unbedingt mit euch teilen wollte. Die gibt es jetzt alle ab März, beziehungsweise einfach im März. Ist es nicht verrückt, dass wir einfach schon März haben? Ich fasse jetzt in die Tüte und wir probieren ein paar Sachen aus, testen die Sachen und let's go! Okay, die erste Sache, die probieren wir, weil es gesund ist. Und zwar gibt es jetzt neu von Völkel, ich mag die Marke sehr, sehr gerne, so ein Ingwer-Kurkuma-Shot fürs Immunsystem. Sehr gesund, übrigens auch sehr gut für Histamintoleranz. Obwohl ich glaube, dass die Basis Orangensaft ist, muss ich gleich mal gucken. Ja, okay, das ist natürlich nicht so gut. Also für Histamin jetzt. Ich schüttel den jetzt mal, oh Gott, der sieht schon so scharf nach Ingwer aus. Ich trinke jetzt aus der Flasche. Ich trinke den ja eh schnell aus. Ist schon nicht so schlimm. Schmeckt sehr gesund. Ui. Finde ich es lecker? Nicht so wirklich. Ich bin auch kein krasser Ingwer-Fan, muss ich sagen. Kurkuma ist okay. Aber ich weiß halt, wie gesund es ist. Und es besteht aus Orangensaft, Acerola, Kirschmark, Ingwersaft, Kurkumasaft. Also es ist jeweils Kurkuma und Ingwer mit Zitronensaft, Zitronensaft und Pfeffer. Also sehr, 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 sehr gesund. Kein Zuckerzusatz logischerweise. Also sehr, sehr große Empfehlung. Brennt ordentlich nach. Aber Leute, ich sag euch, wenn ihr nicht krank werden wollt, dann ist das ein guter Schritt. Man kann so viel machen, um nicht krank zu werden, aber das funktioniert schon gut. Ich brauche, glaube ich, was Geschmacksneutralisierendes. Es gibt eine Food-Neuheit, die testen wir einfach direkt. Puh. Und zwar von Mowgli gibt es was Neues. Was ich an der Marke mag, die findet ihr bei den Kinderprodukten oder bei diesen Babysachen auf jeden Fall, dass die immer mit alternativen Süßungsmitteln gesüßt sind. Also halt mit Agavendicksaft, glaube ich, oder auch mal anderen Sachen. Und das sind jetzt Himbeercreme-Ecken mit Mandel. Die klingen sehr gut. Sehen aus wie so kleine Müsli-Dinger. Diese Dinger hier sind aus Reis- und Kichererbsenmehl. Mit einer Mandel-Himbeercreme. Oh, lecker. Lecker. Schmecken gut. Was nice ist halt, dass sie außen so kross sind. Hört man, glaube ich, auch den Crunch. Und innen so richtig cremig. Also für alle, die auf Gluten achten müssen, auch wegen Zöliakie, ist das was, weil es glutenfrei. Oh, kauft euch, die sind lecker. Dann gibt es etwas Neues aus der Glade-Familie. Ich finde, Glade ist eine richtig coole Marke. Ich habe mir von denen zu Weihnachten zwei neue Kerzen gekauft. So eine mit Vanille oder ja, Vanille und eine mit Apfelzimt und die riechen beide sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, die sind so underrated irgendwie. Und das ist jetzt Superbloom. Ich habe noch nicht dran gerochen, weil ich habe die Sachen online bestellt zum Abholen. Also halt nicht in die Filiale bestellt, so mit einem Karton, sondern halt, dass die einen das da so packen. Ich hoffe, dass die so frühlingshaft ist. Sieht jetzt mal so aus. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Weiße Blüte und Pfingstrose. Was ist denn weiße Blüte? Riecht ein bisschen nach Badezimmer. Also mit Badezimmer meine ich so, als wäre man in so einem Hotelbadezimmer oder in so einem, keine Ahnung, irgendwie in so einem schickeren Restaurant irgendwo im Bade, also auf Toilette. Riecht gut. Ob ich das jetzt zu Hause feiere, weiß ich noch nicht so ganz. Das riecht wirklich nicht schlecht, aber ich muss es angezündet riechen. Bin mir nicht so sicher. Aber wie gesagt, die sind an sich richtig gut, weil die halten richtig lange. Also wirklich, diese Apfelzimtkerze haben wir jeden Abend zur Weihnachtszeit angehabt und die ist gefühlt nur zur Hälfte abgebrannt. Also es ist richtig heftig. Dann eine Sache, über die ich schockiert bin, über die müssen wir reden. Also das ist ein Produkt, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich denke, die meisten lieben es und zwar rede ich von diesem hier. Diese Glisskur Wundersprühkur. Wie teuer ist die bitte geworden? Hat die nicht mal irgendwie 2 Euro gekostet? Jetzt kostet die 5,95 Euro, glaube ich. Das ist jetzt eine neue für normales trockenes Haar. Und zwar Aqua Revive. Es hat auch direkt einen Hitzeschutz mit drin. Das ist ganz cool. Aber ich bin ein bisschen schockiert. Meine war halt jetzt leer. Deswegen habe ich nachgekauft und dachte, ich probiere mal hier die neue aus. Aber ich finde den Preis irgendwie krass, muss ich sagen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, habt ihr was verpasst in eurem Leben. Wenn ihr lange Haare habt, ist das eigentlich Must-Have. Ganz wichtig. Da sind Silikone drin. Bitte. Sprüht das nicht im Badezimmer. Ich sag euch, das ist gefährlich, todesgefährlich. Das macht die Oberflächen so glatt, wenn eure Mutter, eure Schwester, euer Bruder, euer Vater, wer auch immer, da langläuft und sich hinlegt, da kann man sich so böse verletzen, gerade halt im Badezimmer, wenn man da Fliesen hat. Man fliegt mal eben so hin, schön Kopf auf die Badewanne oder so. Wirklich, glaubt mir, das ist schon oft genug passiert, weil Leute das halt einfach so wahllos durch die Gegend sprühen. Klar, wenn man natürlich so macht irgendwie, ne, dann landet das ja nicht nur in den Haaren. Deswegen ganz wichtig, macht das am besten. Tipp: Nehmt euch ein Handtuch mit nass, also wenn ihr nasse Haare habt, legt euer Handtuch hier hin und sprüht das wirklich so auf, dass es nicht irgendwo durch die Gegend fliegt. Genau, auf jeden Fall sprüht man das auf. Riecht so nice. Den Geruch kenne ich nicht. Also ist neu, definitiv. Also
Der Geruch ist auch neu. Ist jetzt nicht nur eine andere Verpackung, irgendwie ein neues Design. Es riecht krass nach Spa. Riecht nach Meer, nach Sommer, nach Strand. Es riecht richtig lecker. Ja, also wie gesagt, ich finde, es spendet gut Feuchtigkeit. Ich liebe das und ich kann darauf auch nicht mehr verzichten. Manche hassen das ja und sagen, das ist das Schlechteste für die Haare. Also ich kann, wie ihr seht, nicht behaupten, dass irgendwie meine Haare darunter gelitten haben. Die sind komplett durchblondiert und damit sprühe ich sie ein und ich wasche sie auch mit irgendeinem Shampoo. Ich bin immer der Meinung, das kommt von der Substanz von den Haaren und das kommt von unserem Inneren. Ja, deswegen glaube ich ja eher an dieses Wellness und Gesundheit von innen als an irgendwelche Produkte darf man nicht benutzen. Aber wie gesagt, jeder ist ja auch unterschiedlich. Probiert es für euch aus. Aber der Geruchshammer. Weiter geht's mit einem Must-Have. Kann ich euch sehr empfehlen. Benutze ich regelmäßig. Das habe ich mir eine andere Farbe gekauft. Ich färbe mir eigentlich so einmal die Woche die Augenbrauen. Ich weiß nicht, das soll irgendwie länger halten, ne? Bis zu 4 Wochen. Tut mir leid, bei mir hält das keine 4 Wochen. Bei mir hält das eine Woche, 2. Ich glaube, das liegt an meinem ölhaltigen Abschminkpads. Oder es hält auf meiner Haarfarbe nicht oder auf meinen Augenbrauen nicht so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von Syos die Augenbrauenfarbe. Ich habe es aber mit keiner Augenbrauenfarbe. Also wenn ich zu Benefit, zu dieser Bene Brow Bar da, zu der Brow Bar gehe, dann hält es bei mir auch nicht lange. Also das scheint wirklich an mir zu liegen. Weil man in 5 Minuten wirklich auch ein Ergebnis hat, also kann ich sehr empfehlen. Und ich hatte immer dunkelblond, aber vielleicht seht ihr das, ich finde dunkelblond ist eigentlich zu hell. Weil ich muss die dann noch krass nachmalen. Deswegen werde ich das jetzt mit hellbraun mal probieren. Und mal schauen, wie das ist. Super einfach, muss man zusammen mixen, auftragen, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, abmachen mit so einem Wattepad und easy. Große Empfehlung, vor allem Augenbrauen machen echt viel aus. Dann gibt es was Neues von unserem geliebten Gatsby Kleber. Und zwar für die Augenbrauen. Ich bin mal sehr gespannt, ob man einen Unterschied merkt. Ich liebe ja schon den gelben, kennt ihr ja von mir. Kaufe ich mir auch regelmäßig nach. Und jetzt gibt es ja auch eine schwarze Version. Und zwar in Waterproof. Werde ich morgen definitiv direkt mal testen und mal gucken, ob ich den Unterschied merke. Ich muss sagen, bei mir hält das schon ganz okay. Aber es könnte, wenn ich mir zum Beispiel einen Pulli anziehe, noch besser halten. Also die müssten eigentlich wirklich richtig so angeklebt sein, die Augenbrauen. Ohne, dass es dann halt irgendwie unnatürlich aussieht. Und ich glaube, das ist hier die große Kunst. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Finde ich auf jeden Fall ganz edel so in dem Schwarz. Das Gelbe ist halt natürlich sehr bam, ne? Also im Schwarz ist ganz nice. Und deswegen mal gucken, wie es aussieht. Morgen ist Sonntag. Oder wenn ihr es seht, ist schon Sonntag. Werde ich mir definitiv wieder ein bisschen Spa gönnen. Und zwar mit... Das fühlt sich richtig billig an. Ich muss mal ganz kurz aussprechen. Ich habe mir Schemens Augenpads gekauft. Und ich sag euch, die Verpackung fühlt sich wirklich hart billig an. Also es ist alles vernünftig gedruckt und da ist auch auf jeden Fall was drin. Aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber das fühlt sich so an, als wäre das irgendwie so... Wahrscheinlich ist das irgend so ein... klimaneutral, ohne Mikroplastik, Verpackung recycelbar, ich glaube daran liegt es. Aber also es ist nicht schlimm, aber es fühlt sich halt so anders an, als das, was man so kennt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Augenpads gehen immer. Ihr wisst, ich lege die in den Kühlschrank, liebe die. Ich probiere mich da auch immer gerne durch. Ich mag immer diese goldenen ganz gerne. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. So, ja. Dann gibt es noch was Neues für die Haare und zwar... bin ich der Meinung, dass Balea so eine Art Olaplex-Reihe rausgebracht hat. Und zwar heißt es auch alles Plex, Plex Care, zum Beispiel ein bisschen Haaröl. Das wollte ich gerne mal ausprobieren, weil das relativ dickflüssig ist. Und das finde ich gut. Wenn es gleich mal direkt ausprobiert, ob man da einen Schein sieht. Die haben auf jeden Fall aus der Reihe auch Shampoo und Spülung und alles Mögliche. So, jetzt bin ich mal... Okay, ich habe schon gerade gedacht, nicht, dass es so eine Riesenöffnung ist. Das ist schön dickflüssig und nicht so ultra dünn. Fühlt sich sehr leicht an. Also man fühlt... Hat nicht das Gefühl, dass wenn man sich da ein bisschen zu viel in die Haare macht, dass die so richtig klebrig sind. Falls ihr... Oh, das riecht gut. Sieht man einen Unterschied? Keine Ahnung, aber es fühlt sich sehr gut an. Doch, ich glaube, man sieht einen Unterschied. Ey, das glänzt echt mehr, ne? I like. Gefällt mir gut. Also preistechnisch voll in Ordnung für ein Haaröl. Dosierung auch gut. Ein Pumpspender wäre auch noch gut gewesen. Dann habe ich mir noch was Besonderes gekauft. Auch auf gut Glück vom Geruch her. Und zwar von Jean Len. Ich liebe die Marke. Ihr wisst, letztes Jahr hatte ich auch mit denen eine Kooperation. Und die Handseifen haben mich so krass überzeugt. Und die haben aber auch Duschgel und anscheinend auch neu bei meinem DM. Sonst hatten die es, glaube ich, nur im Online-Shop, aber in meinem Laden gibt es die jetzt auch. Und zwar grüner Tee Thymian. Da bin ich mal so gespannt. Die sind ja bekannt für ihre sehr außergewöhnlichen Düfte. Also der Rosmarinduft bei den Handseifen ist ja schon sehr beliebt, aber die haben auch noch andere und die riechen alles so gut. Müsst ihr mal im Online-Shop gucken. Und da sage ich euch, lohnt es sich da online bei der Marke zu kaufen, weil das, wenn ihr das Budget habt, man denkt, ihr seid im Hotel. Das riecht auch nach Spa. Das riecht, als wäre man im Spa, nach einer Sauna und einer Massage. I love it. Ich lieb's, Leute. Absolut genial. Kauft euch das. Dann noch eine Sache. Und ich habe gesehen, es gibt noch was anderes. Hätte mir noch mehr zugesagt. Und zwar gibt es von Balea ein oder zwei neue Lippenpflegestifte. Und zwar Dattelhonig. Habe ich heute noch gesehen. Oh, das hätte ich mal kaufen sollen. Aber ich hatte den hier schon. Und zwar mit Erdbeerduft. Und den testen wir jetzt direkt mal. Ja, ist ja immer ein Klassiker. Kann man immer haben. Benutze ich sehr gerne einfach auch morgens, wenn ich mich schminke.
Weil als letztes mache ich mir die Lippen. Und als erstes mache ich halt erstmal so alles andere. Und dann mache ich halt als allererstes einfach mal so eine Lippenpflege drauf. Die kann dann in den 10 Minuten, wo ich mich schminke, einwirken. Erdbeerkaugummi. Riecht richtig krass nach Erdbeerkaugummi. Ist auch rot, wird aber keine Farbe abgeben, denke ich. So ganz leicht. Da fällt mir gerade so ein, warum gibt es eigentlich keine Babylips mehr? Oder gibt es die noch von Maybelline? Nee, ne? Kennt ihr dieses TikTok, wo man so sieht, wie Männer und Frauen Labello auftragen, so Frauen so? Und Männer so? Das finde ich richtig witzig. Ja, so Leichtfarbe hat es abgegeben, ne? Ganz leicht, dezent. Mhm. Sehr angenehmer Erdbeergeschmack. Und dann habe ich noch eine Sache, und zwar auch von Mowgli. Ein Haferriegel mit Apfel und Mandel. Wenn der lecker ist, wäre der auch nice für unterwegs. Werden wir jetzt auch einfach direkt zusammen testen. Der sieht auch lecker aus. Von den Inhaltsstoffen kann ich euch sagen, Haferflocken haben wir hier. Dann getrocknete Äpfel, Sultanin. Dann Apfelsaftkonzentrat, Mandeln, Haselnüsse, Honig, Reissirup, Oblate, Zimt, Vanille. Ja, ein ganz bisschen Sonnenblumenöl ist da drin. Das finde ich nicht so schön, aber ja, kann man immer schlecht verhindern. Würde ich mir wieder kaufen? Glaube ich nicht. Dafür gibt es andere Riegel, die mir besser schmecken. Aber insgesamt bin ich ganz happy. Also ich werde den auf jeden Fall aufessen. Ich muss sagen, das hier hat mich so überzeugt, dass mein absolutes Highlight aus diesem gesamten Haul. Die Dinger werde ich auf jeden Fall nachkaufen und suchten und überall in meinem Auto verstecken. Das war's auch schon wieder. Mir hat super, super viel Spaß gemacht. Ja, ihr werdet mich jetzt jeden Morgen irgendwas Schott trinken sehen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Und nächste Woche gibt es wahrscheinlich Food-Neuheiten. Das werden jetzt meine festen Formate, Food-Neuheiten, DM-News, Action-Hauls und ein Special-Video im Monat. Dann haben wir, glaube ich, 4 ganz coole Formate. Ansonsten schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei, da findet ihr noch viel, viel mehr Content. Auf TikTok wirklich eher so diesen Wellness-Girly, Real-Talk, Bachelor-Talk, wirklich richtig random Sachen. Und auf Instagram ist es ein bisschen mehr cleaner, mehr Hunde-Content, mehr Rezepte. Also ich versuche halt nicht das gleiche auf allen Plattformen zu posten, weil das machen halt viele und das finde ich voll lame, weil dann denke ich mir, brauche ich nicht jemandem überall folgen. Deswegen schaut da gerne vorbei, es lohnt sich, sehr unterschiedlich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!